Ja, müssen wir nochmal machen. Ah! Immer noch im Schlafanzug. Ach. Wenn ich zu Hause bin, dann habe ich eh nur so eine Art Schlafanzug auch an. Ja, ist okay. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt ausmache, ob dann die Sachen dann gespeichert. Also wenn ich jetzt das Ding hier einsammle, meine ich. Ich glaube nicht, dass das gespeichert bleibt, ne? Und dann so eine richtig blöden Stelle, ich sag's euch. Das ist nicht wahr, ne? Jetzt träume ich gerade so sehr. Weil ich die Idee von den Leveln eigentlich sogar mega Ach shit, wo kommst du denn jetzt her? So, dass man eigentlich so, als würden die halt einen hier angreifen. Man versucht jetzt... Man versucht das halt jetzt zu befreien. Hier kein Anruf sagt, unsere Anrufe kommen nächste Woche, dann, wenn es gar nicht passt. Ich habe auch das Gefühl, dass bei mir der Termin bestimmt, also der ruft bestimmt irgendwie dann Dienstag an und sagt so, ja, Mittwoch. Und ich so, ja, aber Mittwoch habe ich meinen anderen Termin. Und dann so, ja, wie? Der hat jetzt aber lange gedauert. Spawnt hier. Ja, hab ich ja gesagt. Und direkt hinter mir, klar. Wieso spawnt er jetzt denn direkt hier? Ich habe das Gefühl, die respawnen halt auch. Wieder hinter. Schon, hä? Was soll das immer? Das ist so dreckig. Schon wieder. Nee, darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Die spotte immer noch nicht.
einfach eure Anrufe an mir ab. Das, ich glaube, das willst du nicht. Also ich sag ja, bei mir ist das ja kein schlimmer Anruf. Das ist ja wirklich nur so zur Absprache und so. Erst, dass der Termin darauf folgen, das ist beschissen, ne? Aber ist ja trotzdem alles nicht schön. Jetzt mal sozusagen. Nee, hier auch nicht. Der denn? Oder der ist halt so ein gegnerischer Tinte gehüllt. Das kann natürlich auch sein. Und doch hier unten irgendwo. Weil die Kisten kommen ja manchmal aus dem Boden geschossen. Keine Ahnung. Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist direkt am Start oder so. Da vorne. Das wäre auch eine coole Idee eigentlich für das Spiel. Also für Splatoon 3. So Basen einnehmen und sowas. So ein bisschen wie das alte Battlefront 2. Also sowas gibt es ja in der Art hier schon, aber so richtig halt auf einer größeren Map und alles. Mit mehreren Spielern. Ich habe ja gesagt, so eine Art Battle Royale fände ich, glaube ich, für Splatoon auch nicht schlecht. Ich weiß, dass das ein Modus ist, den ich jetzt auch nicht unbedingt brauche, aber... Aber hier ist doch ein... Ist da vorne? Vielleicht hier? Ist noch echt viel gegnerische Tinte. Moment, da oben ist noch eine Kiste. Wo kommt die denn her? Da ist die Scheiße, ne? So, nicht schnell holen. Boah! Okay, und jetzt zum Boss. Ja. Okay. Ja, wo ist der Boss? War der nicht irgendwo hier? Mehr brauchen wir ja nicht, ne? Ich glaube nicht. War der irgendwo unten? Ich muss selber erstmal schauen. Wo ist der Boss? Interessant, wie sich hier alles einfärbt, wenn man hier ist. Okay. Nee, das ist... Doch, das ist Boss Nummer 2. Ah, und ich sehe schon, welcher Boss. Octo-Samurai rollt an. Vorgabe von Arti. Das kann schwierig werden. Mit einem Roller. Mhm. Viele, viele Daten. Ja, ja. Aber an sich nur Kunden, die nervt. Anfangs meinte ich zu meiner Chefin, dass ich das nicht hinnehmen
Arbeitnehmer hat sie auch so eingeführt, dass ich erst 8.15 Uhr. Würde ich gerade erst so um 9 oder 10 erst da sein. Ja, okay, ich sag mal, wenn die Kunden die fragen, aber wenn es halt nicht klappt, ne? So, den sah man übrigens auch im Trailer und ich glaube, den packe ich sogar bei den YouTube-Videos zum Abspann. Ich weiß es aber nicht. Der ist mega faszinierend. Ich glaube, den kann man sogar hier. Ja, man kann den auch so die ganze Zeit treffen, was ihn auch nochmal mega interessant macht. Das Design ist halt echt schick. Auch cool, dass man so Roller gegen Roller macht. Ja, geil. Oh Gott. Nummer 1. Ach so. Ist er auch noch. Phase 1. Der Bass ist gerade ganz ordentlich, das muss ich schon sagen. Oh. Dein Queren. Jetzt kommt der Trick. Ja, wow. Also das mit den Tinten. Shit, ganz vergessen. Kann nichts machen. Okay, Phase 2. Ne? Der letzte Checkpoint. Shit. Ah, noch überlebt. Krass, wie viele Leben ich hier habe. Ah, Kacke. Mann! Shit, ich kann nicht raus. Guck mal, das ist wie so ein Dojo-Ring, ne? Ja, geil. Mhm.
Na, wow. Oh, wir haben's. Boah. Alter, also der war ein Brocken. Also für den zweiten Boss. Merkt halt aber eine Ultra-Steigerung zu Splatoon 1. Ja, gerade das ist irgendwie schon cool. Ja, nice. Das hat schon zum, beim Zuschauen gestresst, aber gut gemacht, Nummer 4. Wäre das nur ich oder wirken die Octarianer-Verstecke irgendwie weiblicher? Haben die einen neuen Designer? Geht. Eck. Huch, was war das? Das ist der Empfang etwa gestört? Irgendwie gibt es der Elektroschrott im Octocan Interferenzen ab, die unsere Funkverbindung stören. Alle möglichen irgendwas Geräte funktionieren nicht richtig. Ich höre dich gerade so schlecht, bin gerade eher in einem Tunnel. Bis später. So viel Kacke labern. Octo-Samurai rollt an. Schön. Das Ding ist schwummrig. Lüfte auch gleich ein bisschen. Ja. Wir gehen zurück, würde ich sagen. Genau, jetzt kommt das Schnabeldepot als nächstes. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal zurück zu unserem Startding, leveln uns auf und dann war es das für heute. So, schauen wir doch mal, was können wir denn heute Schönes machen? Die Feuergeschwindigkeit, achte auf deinen Findenverbrauch. Leveln die sich denn auch von selbst? Na, guck mal, jetzt kostet das sogar weniger. Ach so. Nee, das ist dann nur so ein Stückchen, ne? 1500. Dann... Ach, jetzt kostet der Tintenverbrauchsstufe 2 sogar noch mehr. Okay. Aber ich glaube, das ist dann generell für alle Waffen, ne? Es gibt wohl so einen Trick, wenn man so hin und her, also wurde mir jetzt erzählt, wenn man wohl jetzt, wenn man wohl so hin und her geht, dann kann man dem wohl so ein bisschen mehr Schaden machen. Ach nee. Okay, jeder hat sein eigenes Ding. Ja, viel besser. Der Tintenverbrauch ist halt echt hoch. Ah, und hier kann ich die anderen Waffen erhöhen. Alles klar. Alles klar. Aber das kostet so viele von diesen Punkten. Aber bis ich den Story Mode zu Ende habe, habe ich doch niemals so viele Punkte, dass ich jedem maxen kann, ne? Na egal. Also ist schon mal besser. Und noch gucken, dass ich halt genug Dinger kriege, um halt auf, noch mehr Tinte zu haben. Ah, naja. Ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dem Story Mode für heute. Mal gucken, wann wir weitermachen. Das war's Splatoon für heute. Und mal sehen, wann es weitergeht. So, Splatoon 2 ist da. Thank you.